Salto. Ich bin gefahren und gefahren und gefahren und gefahren und immer länger gefahren und ich habe einfach nicht mehr mit einem Hotel gerechnet und plötzlich lag das also eingebettet in ganz hohen Schnee noch vor mir. Und das war so eine derartige Faszination, dass ich komme da aus dem Wald heraus und plötzlich liegt also im Zauberschnee dieses riesige Gebäude. Und das, was mich ja auch seitdem nicht mehr loslässt, neben dieser Faszination, das ist so ein symbolisches Bild, weil mir ist das vorgekommen, wie als wäre das ein Ozeandampfer, ein Ozeanriese, der hier sozusagen im Bett von König Laurin irgendwie gestrandet ist. Und das ist aber ein wichtiges Bild, hat sich dann erst eben viel später herausgestellt, weil genau in dieser Zeit des späten 19. Jahrhunderts ja tatsächlich diese Parallele aufkommt. Es werden da ja die ersten großen Ozeanschiffe gebaut mit eben Kabinen und allem und das hat eben schon irgendwie auch Rückwirkungen auf die Architektur ganz allgemein gehabt. Das Interesse für dieses Hotel ist mit meinem Interesse für Musch und Luhn entstanden. Ich interessiere mich für Musch und Luhn schon sehr lange, weil ich über zwei Nordtiroler Architekten gearbeitet habe, Franz Baumann und Theodor Brachensky, die beide in ihren Lebensläufen angeben, wichtige Lehrjahre bei Musch und Luhn verbracht zu haben. Die Größe und überhaupt die Anlage sowie auch die architektonische Gestaltung dieser Hotels von damals. Diese ganzen Aspekte sind darauf zurückzuführen, dass diese Hotels von damals als Unterkünfte funktionieren sollten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite waren sie von der Person, die diese Gebäude erdacht hat, das war Theodor Christomannos, der wollte ganz klar Zeichen gegen die einsetzende Italienisierung der Berggebiete setzen. Und deswegen werden die so groß gebaut, deswegen haben die dieses äußerliche Gestaltungsbild angenommen. Das ist alles wirklich, also das sind wohl durchdachte und programmatische Schritte, die da gesetzt wurden. Alleine, man muss davon ausgehen, das Hotel Karasee, das scheint gut funktioniert zu haben, scheint sehr rentabel gewesen zu sein, aber man weiß zum Beispiel über das zeitgleich errichtete Haus, das Hotel Trafoi, dass dieses Hotel nicht so gut gelaufen ist. Es war natürlich ein gewaltiges Abenteuer, in so einer exponierten geografischen Lage ein so großes Gebäude zu errichten. Und heute sind wir in der enorm glücklichen Lage, dass wir einen umfassenden Bericht noch haben über die Vorgänge auf der Baustelle, wie alles vor sich gegangen ist, über gewisse Berechnungen haben wir genaue Nachrichten. Aber kurz zusammengefasst war es so, also das Hotel ist in 14 Monaten errichtet worden von ca. 400 bis 450 Arbeitern und die Sache muss man sich so vorstellen, dass ja eigentlich parallel zu den ersten Arbeiten, die hier schon stattgefunden haben, ist ja noch die Dolomitenstraße auch im Bau gewesen. Es sind ganz viele Bauarbeiter hier heraufgekommen, die hatten nichts. Die mussten zuerst anfangen, einmal also für sich Unterkünfte zu bauen, notdürftige Unterkünfte. Dann hat man gebraucht natürlich einen Steinbruch, man hat Kalköfen errichtet, man hat ganz viel Holz gefällt. Dann sind Gleise verlegt worden von einem nahegelegenen Steinbruch hierher. Dann ist eine Ziegelei gemacht worden und so weiter. Und wenn man hier heraufkommt von Welschenhofen, sieht man als erstes ein Gebäude, das so ähnlich aussieht wie das Hotel Karasee, das war eines der allerersten Gebäude, das errichtet worden ist. Das war das erste Gebäude und in dem konnte man dann auch
Bauarbeiter eben im Winter unterbringen. Also das waren keine Baustellen, wo man im Winter nicht gearbeitet hätte. Weil wenn man nicht also, sag mal, auf der Baustelle selbst oder so arbeiten konnte, dann haben die parallel Holz gesägt. Die haben ja hier die Fenster hergestellt da heroben. Die haben hier heroben auch die ganzen Möbel gebaut für das erste Hotel Karasee. Also es ist nicht sehr viel von auswärts bestellt worden. Man muss sich das vorstellen, das ist also wirklich also in Bezug auf Regionalität ein Paradebeispiel an Selbstversorgung und an Autarkie. Also wirklich also grandios, diese Baustelle. In dieser Hotelvergrößerung zwischen 1906 und 1909 hat man auch also eben also im Hochbad der Läden eingerichtet gehabt und etwas, was heute lustig klingt, aber was in der damaligen Zeit eigentlich zu allen Hotels gehört hat, so kurz vor und nach dem Ersten Weltkrieg, das ist ein Friseur. Dann brennt eben 1910 das Hotel nieder, also wir haben heute nicht mehr dieses ganz originale Hotelfoyer, aber so im Sinne, man kann es noch gut nachempfinden. Diese Brandkatastrophe war also wirklich also ein hoch bemerkenswertes kulturelles Phänomen, denn der Brand hat sich ereignet am 15. August, also an einem katholischen Feiertag. In der Gemeinde Welschnofen waren alle Dorfeinwohner eigentlich in der Kirche und plötzlich steigt vom Hotel her Rauch auf. Und man muss sich das Ganze dann so vorstellen, natürlich bricht sofort die Feuerwehr Welschnofen auf, um hier also zur Brandbekämpfung eben zur Tat zu schreiten. Aber erstens einmal mussten die zu Fuß heraufgehen und jeder, der die Region kennt, weiß also, das ist ein Stück Weg. Und es ist auch aus zeitgenössischen Berichten ist bekannt, dass die Feuerwehr stockbetrunken an Brandort eingetroffen ist. Also die haben sich's gut gehen lassen da herauf. Und haben sich dann natürlich bemüht, den Brand zu löschen. Dieses Feuer ist irgendwann am Vormittag ausgebrochen, also zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Gäste nicht im Haus waren. Es war schönes Wetter, die Leute waren draußen, es war Sommersaison. Hinzu kommt auch noch, dass man berichtet von diesem 15.08.1910, dass das Hotel derartig übervoll war, dass manche Leute, die unbedingt hier nächtigen wollten, noch in den Toiletten geschlafen haben. Also es war also komplett ausgebucht, dieses Hotel. Und eben, also es ereignet sich dieser Brand und es sind fürchterliche Geschehnisse dann ausgebrochen, weil man konnte so gut wie nichts tun. Also jeder, der noch im Haus war und irgendetwas retten wollte, hat es eben zum Fenster hinausgeworfen. Und es gibt ja noch ein paar wenige Fotografien im Tiroler Landesmuseum, die wirklich also Zeugnis abgeben von diesem langen Brandereignis. Also es hat über einen Tag lang, also über 24 Stunden, also da wirklich also lichterloh gebrannt. Und das waren fürchterliche Szenen. Also hier musste man dann richtig also ein Katastrophen- oder ein Krisenmanagement anlaufen lassen, das also wirklich alles übertroffen hat, was man sich zur damaligen Zeit vorstellen konnte. Also es sind dann die Schützen aufmarschiert, um so etwas wie eine Security zu bieten. Beamte aus Bozen, die anreisen müssen, um die Abreise der Gäste zu organisieren. Über die wird berichtet, dass zum ersten Mal ein Auto heraufgefahren ist überhaupt. Im heutigen Bereich des Schwimmbads sieht man eben noch so eine gewölbte Decke. Das war schon so, wie man es damals gemacht hat. Also das sind Nachempfindungen von gotischen Holztonnengesperren. Also das ist also ein Fachausdruck, den muss man sich nicht unbedingt merken. Aber das hat also sozusagen seine Ursprünge in der Gotik. Das ist sehr schön gemacht, auch heute noch. Also wirklich in einem exzellenten Zustand und wunderschön. Aber es ist nicht das Aussehen des ursprünglichen Speisesaals.
nach dem Brand, das sieht man zum Beispiel dann im heutigen Salon, also dem zweiten Saal, den man gebaut hat zwischen 1906 und 1909. Der hat sicher also eine hölzerne Decke gehabt, also das hat man gesehen. Und das, was man eben dann macht, im Sinne eben dieser neuen Gesinnung, eben, dass alles ein bisschen barocker ausschauen muss, man verwendet dann eben auch diese barocken Farben und das sieht man sehr gut an diesem Rosarot oder diesem Lachsrot, dieser Wandanstrich und eben dem Weiß der Decke. Davor war ein Hotel wie das Hotel Karasee immer noch ein Ort und es ist mir wichtig, das festzuhalten, das war ein Ort, in dem vergleichsweise sehr demokratische Verhältnisse vorhanden waren. Also ein Hotel, das ein Theodor Christomannos erdacht und programmiert und initiiert hat, das ist ein Hotel, in dem es immer auch preisgünstigere Angebote eben für Bergliebhaber und Bergsteiger gibt. Und es ist natürlich schon so, wenn du solche Projekte machen willst, dann müssen die natürlich auch touristisch wirken und dann musst du irgendwie hergehen wie ein Maler und dein Gebäude hineinsetzen in die Landschaft. Und es gibt auch keinen hochdeutschen Ausdruck für das, was eigentlich architektonisch dann passiert ist, sondern immer nur einen mundartlichen Ausdruck, aber den versteht man, glaube ich, auch in Südtirol. Also ein Architekt, der so ein Gebäude sieht, der würde dastehen und sagen, das liegt gut drinnen.